Herzigen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Lob sei Allah, dem Herrn der Welten, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Frieden, Segen sei auf dem Gesandten Allahs. Wir hatten gerade ein Hadith gelesen und da kam mir direkt die Idee, einige Punkte zum Propheten Mohammed s.a.w. zu sprechen. Der Prophet s.a.w., wenn man sagt, er hätte den Koran selber geschrieben, wäre ein Scharlatan. Würde sich ein Scharlatan in seinem eigenen Buch selber kritisieren? Und der Prophet, also Allah kritisiert den Propheten an einigen Stellen, wo der Prophet keine Sünden, sondern menschliche Fehler gemacht hat. Also, es ist total irrational zu denken, jemand wäre ein Scharlatan und kritisiert sich selber in seinem Buch, das er selber schreibt. Dann der nächste Punkt, wenn man von einem Scharlatan spricht, der Prophet hat sehr, sehr viele Prophezeiungen gemacht, die sich erfüllt haben. Und die sind nicht irgendwie so hundertdeutlich wie in manchen anderen Büchern, sondern ganz eindeutig. Er sagt zum Beispiel, in 30 Jahren und so weiter und so fort, und es trifft ein. Ich werde nur eine einzige Voraussage nennen, das ist also in der Sure 30, die Byzantiner, Arum. Da heißt es, besiegt sie die Byzantiner, das waren also die Römer bzw. die Griechen, im Land nahe bei, aber nach ihrer Niederlage werden sie siegen. Und das ist also zu dieser Vorhersage, also das war circa im Jahr 660, hatten die Perser im Nahen Osten die Oberhand. Die Weissagung erfüllte sich ab 622 mit den Siegen, also der Byzantiner, Griechen. Okay, das ist zum Beispiel auch eine Sache, also dass der viele Voraussagen gemacht hat, die ganz deutlich darauf hinweisen, dass der Prophet Mohammed s.a.w. ein wahrhaftiger Prophet war. Dann die nächsten Punkte, die wir nennen müssen, ist, da muss man sich selber aber fragen, ob jemand, der ein Buch selber schreibt, in diesem Buch so über sich reden würde, ja? Sprich, also Mohammed soll sprechen, Allah befiehlt Mohammed, ich soll sprechen. Ich rufe nur meinen Herrn an und stelle ihm keinen zur Seite. Sprich, also Mohammed soll sprechen, ich rufe nur meinen Herrn an und stelle ihm keinen Zeichen. Dann weiter, sprich, ich habe keine Macht, euch Schaden zuzufügen oder euch zum Richtigen zu zwingen. Dann weiter, also das ist Sure 22, jetzt Sure 72, dann Vers 22. Sprich, niemand kann mich vor Allah schützen und ich finde keine Zuflucht außer bei ihm. Allein Allah und seine Botschaft zu verkünden, ist meine Pflicht. Das ist also das, was der Prophet s.a.w. sagen sollte. Und da soll man sich fragen, ob das jemand sagen würde, der ein Scharlatan ist. Dann, viele Menschen sagen zum Beispiel, dass die Bescheidenheit des Lebens von Jesus a.s.w., Isa a.s.w., ein Beweis für seine Wahrhaftigkeit ist und ein Beweis dafür, dass er ein Prophet ist. Wir sagen ganz sicher, wir wollen Jesus nicht schmähen, ja, dass er bescheiden gelebt hat und wir sagen, dass er einer der gewaltigsten Propheten des allmächtigen Gottes ist. Aber es ist keine Kunst, bescheiden zu leben, wenn man auch nichts hat. Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, und wenn man das als Beweis für das Prophetentum von Jesus nimmt, wie ist es dann erst mit Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Denn Mohammed sallallahu alaihi wasallam lebte vor dem Islam ein Leben, nicht besonders reich, aber er lebte sehr gut. Vom Finanziellen her. Dann beherrschte er die halbe arabische Halbinsel, war also in dem Sinne der Herrscher von einem Königreich. Und wie hat er dann gelebt? Da sehen wir zum Beispiel in Sunnah ibn Majah, ja, dass Ibrahim von Alkama, von Abdullah, dass er den Gesandten Allahs eines Tages auf einer Palmfasermatte, also dort schlief der Prophet s.a.w. und als der Prophet s.a.w. erwachte, waren die Abtrüge der Matte auf seinem ganzen Körper sichtbar. Palmfasern, ja. Zu dieser Zeit die anderen Könige, die haben im Saus und Braus gelebt. Ich sagte bei meinem O Gesandter Allahs, dürfen wir dir eine weiche Matratze geben? Der Gesandte Allahs antwortete zu ihm, dieser Gefährte sagt, dürfen wir dir eine weiche Matratze geben? Der Prophet sagt, was habe ich mit dieser Welt zu schaffen? In diesseits bin ich nur wie ein Durchreisender, der im Schatten eines Baumes rastet und ihn wieder verlässt, nachdem er etwas geruht hatte. Einmal hat ihn Umar al-Khattab, ist in seine Wohnung gekommen, hat
fast nichts gesehen. Er lebt in einer Lehmhütte, neben seinem Nachbar war übrigens ein Jude, in einer Lehmhütte, als der Herrscher von der halben arabischen Halbinsel. Und Omar al-Khattab kam zu ihm rein, sah fast nichts in dieser Wohnung. Ja? Und Omar al-Khattab fing an zu weinen. Er sagt, guck, der Kaiser und Kisra, der König von Persien, die leben im Saus und Braus und der Gesandte Allahs lebt so. Da meinte der Prophet aus dem sinngemäß zu ihm, dass wir, ob Omar al-Khattab nicht zufrieden ist, dass die das im Diesseits haben und dass die, also die Muslime, dafür das Jenseits haben. Dann sagt Al-Numan ibn al-Bashir, gewiss habe ich euren Propheten erlebt, als er nicht einmal schlechte Datteln hatte, um seinen Hunger zu stillen. Ja. Dann, als der Gesandte Allahs starb, war sein Harnisch bei einem Juden verwahrt, als Pfand für 30 Maß Gerste. 30 Mal Gerste. Sahih al-Bukhari, Hadith Nummer 2088. So, also diese ganzen Punkte hier über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als er mit der Botschaft anfing, hätte er Vermögen gewollt, die Quraysh in Mekka kamen zu ihm, haben gesagt, willst du den Schlüssel der Kaaba haben, beziehungsweise wir geben dir Vermögen und alles Mögliche und Herrschaft und so weiter, aber bitte lass uns in Ruhe damit, sinngemäß, ja. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, selbst wenn sie ihm die Sonne in die rechte und den Mond in die linke Hand geben, dass er diese Botschaft nicht aufgeben würde. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon gehabt? Wenn er erzählt, Gott ist einer, ja, sie haben ihn versucht zu steinigen in Taif, sie haben ihn versucht zu ermorden in Mekka. Er ist vertrieben worden aus seiner Heimat, die er so sehr liebte, dass er sich umdrehte, als er aus Mekka rausgegangen ist, hat gesagt, ich liebe dich so sehr, Mekka, also sinngemäß, hätten sie mich nicht hier rausgeworfen, hätte ich dich nie verlassen. Was hat er davon gehabt? Dass er in einer Höhle ist, dass er Schmerzen erleiden muss für diese Botschaft, also nie. Und das ist übrigens ein Punkt, den kein Mensch leugnen kann in dieser Sache. Dann der siebte Punkt, oder der nächste Punkt in dieser ganzen Sache, ist die Sure Al-Masad. In dieser Sure wird berichtet, dass Abu Lahab, der Onkel des Propheten, in die Hölle gehen wird mit seiner Frau. Und dass diese Sure, also jetzt erstmal drumherum, Abu Lahab, der Onkel vom Propheten, war der schlimmste Feind des Propheten. Und er wollte den Islam zerstören. Und hat alles dafür gemacht, um den Islam zu zerstören. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit irgendjemandem redete, ging Abu Lahab hin, hat ihn gefragt, was hat der Prophet erzählt? Oder beziehungsweise, was hat Muhammad gesagt? Hat er gesagt, falsch, falsch, falsch. Hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, Nacht? Hat Abu Lahab gesagt, Tag. Hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, Mond? Hat Abu Lahab gesagt, Sonne? Hat gesagt, nein, das ist falsch, falsch, falsch. Immer den Leuten, den Propheten sallallahu alaihi wasallam ausgeredet. Jetzt kommt eine Sure offenbart vom Herrn der Welten, von Allah subhanahu wa ta'ala und sagt, Abu Lahab geht in die Hölle. Wir halten fest, das Ziel von Abu Lahab war, dass die Menschen nicht in den Islam eintreten und den Islam aufgeben. So, was hätte Abu Lahab jetzt machen müssen? Wie hätte Abu Lahab jetzt den Islam zerstören können? Also wäre der Islam nie angekommen. Hätte nur einen Satz sagen müssen, ich bin Muslim geworden. Hätte nur sagen müssen, ich bin Muslim geworden, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hätten alle Leute gesagt, ja, was Mohammed erzählt, ist falsch. Einen Satz. Und er hat das nicht gemacht. Warum? Weil das von Allah ist. Und nächste Sache ist, Sure Maryam. Viele Menschen erzählen, weil ihnen nichts Besseres einfällt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Mohammed, hätte den Koran abgeschrieben von der Bibel. Als allererstes, das erste Alte Testament auf Arabisch übersetzt und der Prophet Mohammed konnte nur Arabisch. Ja, das kam 900 nach Christus, das erste Neue Testament von den Dingen, die mir überliefert worden sind, die ich also rausgefunden habe, kam im Jahr 1616, das erste Neue Testament auf Arabisch.